Haben Philosophen eigentlich Familie und Kinder? Selten, aber Der Augustinus, Kirchenvater? oh, der Nee, hat ne? ein ganz wildes Leben geführt. Der zog mit seiner Lebensgefährtin von Afrika nach Norditalien, zeugte einen gemeinsamen Sohn, war Philosoph, Neuplatoniker, Manichäer, Gnostiker, all die alten Geheimkulte aus Griechenland, Horoskope inklusive. Sein Vater hat ihn wahrscheinlich draufgebracht, war ein sogenannter Heide. Ist doch okay. Ja, pass auf, dann kam ihm seine Mutter nachgereist. Ja, eine überzeugte Christin und sagte, seine Partnerin wäre nicht standesgemäß und er soll sie nach Afrika zurückschicken, sich lieber mit einem wohlhabenden christlichen Mädchen verheiraten und Mama hatte schon alles arrangiert. Oh Gott, so eine böse Schwiegermutter wünsche ich niemandem. Und ist er eingeknickt? Ja, er ist eingeknickt. Frau weggeschickt, Sohn behalten. Und während er darauf wartete, dass seine Verlobte heiratsfähig wurde, lebt er mit einer anderen Frau zusammen. Ein richtiger Herzensbrecher, der Augustinus. Aber pass auf, jetzt kommt's. Plötzlich hat er ein Erweckungserlebnis, ja? Und er beschloss, sein ganzes Leben umzukrempeln. Na, also keine Ehe, kein Sex, keine öffentlichen Ehrenreden auf den Kaiser mehr. Und das war total hart für ihn, weil damit hat er sein Geld verdient. Und dann wurde er Bischof. Ja, verdammte fort an die Horoskope und alles Heidnische. Aber das Neuplatonische, so, das hat er immer noch so ein bisschen in seine Werke reinspielen lassen. Blieb dem Leiblichen gegenüber also ablehnend? Na, weil das Leibliche auch vergänglich ist. Also dieses Rätsel mit der Zeit, was er da beschreibt, das kann einen schon irre machen. Mich vielleicht nicht. Probier mal. Also, wenn du dir einen Augenblick vorstellst, ja, meinetwegen den in 10 Sekunden, ne? Der ist jetzt noch Zukunft, also eigentlich noch gar nicht da. Okay, weiter. Und dann kommt da langsam der Augenblick, jetzt ist er noch nicht da, aber jetzt! Oh mein Gott, hast du mich erschreckt. Ja, jetzt ist er da und das war's. Das ging aber schnell. Jetzt kannst du dich noch dran erinnern, aber da ist er nicht mehr, der Augenblick. Und während du dich noch erinnerst, ja, da vergehen schon die nächsten Augenblicke, die du überhaupt nicht mitkriegst. Nicht so schnell, das kriege ich ja gar nicht mit. Und das läuft unser ganzes Leben lang so, ja, immer nur Vorausschau und Erinnerung und dazwischen so dieses kleine bisschen Gegenwart. Ich kann das gar nicht richtig festhalten. Du versuchst zu meditieren, nicht wahr? Erzähl mir nichts. Naja, du hast nachgedacht, dabei ganz von dir und abgesehen und versucht, die reine Gegenwart zu erreichen. Das geht schon in die Richtung. Ja, stimmt, ich habe nachgedacht. Siehst du? Über Augustinus und seine böse Mutter, die Schwiegermutter, also die böse. Und weißt du, der hätte das mit der ganzen Meditation doch auch mit seiner lieben Frau machen können. Und mit seinem lieben Sohn. Naja, er wurde halt Kirchenvater, da war so die ganze Christenheit seine Familie. Aber eigentlich hast du recht.